Hallo Fußballfans, hallo VfB-Fans. Hier ist wieder euer Ralf Burkhardt aus meinem Trikotmuseum. Der 14.06.1975 wird sicherlich nicht in die Geschichte des VfB als positiver Tag eingehen. Der VfB Stuttgart hatte den letzten Spieltag der Saison 74-75 und die Saison endete auf dem 16. Tabellenplatz. Man stieg ab. Erstmals seit der neu gegründeten Bundesliga musste der VfB in die zweite Liga. Zwei Jahre lang spielte der VfB dort und in der Saison 1976-77 stieg man wieder auf. Dies ist das Originaltrikot von einer VfB-Legende, die in dieser Saison mit diesem Trikot gespielt hat. Karl-Heinz Förster. Von 1975 bis 1986 spielte Karl-Heinz Förster in 365 Ligaspielen für den VfB Stuttgart. Und dies ist das Originaltrikot von ihm.